Zeit ist das Wichtigste bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand. Bei solchen Notfällen zählt jede Minute, dessen ist man sich bei den Elbland-Kliniken mehr als bewusst. Mit einer App, die auch am Klinikverbund zum Einsatz kommt, kann Hilfe schnell zur Verfügung stehen. Marcel Damme, Arzt in Weiterbildung, über die Funktion und Wirkung des Ersthelferprojektes. Also wenn jetzt der Leitstellendisponent einen Notruf annimmt und die Vermutung hat, dass es sich um einen Herz-Kreislauf-Stillstand handelt, schickt er initial einen Notarzt und einen Rettungswagen dahin und gleichzeitig wird bei dem Einsatzstichwort Reanimation unsere App mit scharf geschaltet. Die sucht dann in der Umgebung die entsprechenden Ersthelfer zusammen und wenn dann die Rückmeldungen von den Ersthelfern kommen, bekommen die dann eine Rolle zugeteilt, sei es Herzdruckmassage, AED holen oder halt auch den Rettungsdienst einweisen. Und dieses Team versucht dann bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes das Bestmögliche für den Patienten zu tun. Elbland-Klinik-Vorstand Rainer Zugehör konnte im Sommer Ersthelfersets übergeben. Gerade in Großflächenkreisen wie dem Landkreis Meißen nimmt der Einsatz einer solchen Möglichkeit hohen Stellenwert ein. Davon ist Zugehör überzeugt. Also es ist standortgenau, es wird geschaut, wo ist der Notfall, dann kann die Leitstelle entsprechend alle, die App runtergeladen haben und aktiv geschaltet sind, in der Umgebung anmailen, anfunken und die können auch gleich bestätigen, ja, ich gehe nicht hin, ich schaff's nicht oder ist es. Und dementsprechend ist es so, dass wir in Deutschland ca. 12 Minuten Rettungsfrist haben für unsere Rettungswägen. Der Notarzt kann sogar ein bisschen länger brauchen und das ist natürlich in ländlichen Gebieten, kann es auch nicht immer oft eingehalten werden oder kann es oft nicht eingehalten werden. Und dann hilft es natürlich, wenn nach 4, 5, 6 Minuten schon ein Ersthelfer vor Ort ist, der genau den Standort des Patienten kennt und auch gleich bestätigt, dass er hingeht, weil dann brauche ich nicht nur 3 andere kontaktieren. Das Ersthelferprojekt mit Leben zu erfüllen ist wichtig. Marcel Damme ist sich sicher, dass das klappen wird. Er hat klare Vorstellungen für die Zukunft. Ich wünsche mir, dass wir erfolgreiche Reanimationen hatten. Ich wünsche mir, dass wir viele Helfer sind im System. Und über länger würde ich mir wünschen, dass vielleicht der ein oder andere wirklich, wie wir hier von unserem Arbeitgeber, eine Ausrüstung bekommen. Ja. Schnelle Hilfe bei Herz-Kreislauf-Stillstand ist mit dieser elektronischen Hilfe möglich. Die Elbland-Kliniken unterstützen als einer der ersten medizinischen Einrichtungen im Freistaat das Projekt ganz aktiv.